Was ist? Oh, ein Level Up können wir auch machen. Alle Jedis müssen gut im Heilen sein. So viel steht fest. Was nehmen wir? Zähigkeit, wie immer. So, Kräfte heilen, ganz klar. So, was nehmen wir? Weisheit. Okay, Weisheit. So, Fähigkeiten heilen und Bewusstsein. Kräfte. Machtschild annehmen. Fähigkeiten. So, Talente, was nehmen wir diesmal? Nehmen wir Zähigkeit auf Level Ultra. So, Machtwirbelsturm. Ja, das klingt doch interessant. So, gut. Jetzt rüsten wir sie noch etwas aus. Neuralband. Chani-Schild. Mandalorianisches Nahkampfschild. So, Laserschwert. Okay, ich glaube, ihr lassen wir nur eins. Okay. Perfekt. Klar. So, gut. Wo sind wir hier? Kontrollkonsole. Ah ja, interessant. Okay, nächste Konsole. Also irgendwie ist diese Station relativ verlassen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob überhaupt wer kommt. What the hell? Achua Penki, Yun Patisa, Tichuba Jikutka Naga, Kingbu Mwa Mulira Dwana, Kingba Nikcha Lora Kun, Ki Mulira Kun King, Tong Hit Wama Ag I Inko Tune. Ja, ich bin neu, sehr neu. Achua Penki, Yun Patisa, Tichuba Jikutka Naga, Kingbu Mwa Mulira Dwana. Ich bin ein Soldat der Republik. Ne, halt, nehme ich das zweite, klingt patriotischer. Ich versuche die Galaxis vor den Sith zu retten. Uchua penki, topa na ota vokasa, yubabato kanchi, yatuka ulan, tong hit wama ag I inko tune, por tong hi wama ji ag I inko tun, tong pa no kun, no nek, chi wi aita ka chong chi cha, ki muli ra kun kin, king ba no kun nik dor cha. Ah ja, okay, ich habe keine Zeit dafür, in dieser Luftschleuse zu warten, lass mich rein. Chiwi aita ka chong chi cha agi inko tune chula muri ra tangi wama jiko na tongki pa nonku nek abog ichuta. Perfekt. Okay, was können wir hier machen? Sprechen wir mit ihm. Topa na ota vokasa pampa ki muri ra kun kin. Changwaba chingo shangwi chama ucha wish unyong kun achua penki yun patisa tichuba jikutka naga kingbu mwa mulira dwana kingba nikcha lora kun. Ich habe einen Auftrag des Rates der Jedi. Chiwa e aita kan ki jiyoka ku uba baska dwana chichopa muska kakin cha nawabaka on. Kimba nikcha lora kun. Aber ich bin einer. Tong hit wama ag I inko tune. Por tong hit wama ji ag I inko tun. Tong pa no kun, no nek. Chi wi aita ka chong chi cha. Ki muli ra kun kin. Kimba no kun nik dor cha. Was ist denn davor passiert? Achua penki, yun patisa. Ti chuba ji kutka naga. Kingbu mwa muli ra dwana. Kingba nikcha lora kun. Kakin cha nawa baga on. Bagwa shank konti machit Klärt mich auf über Exal Kun. Chiwi aita ka chong chi cha. Agi inko tune chula muli ra.
Tongi Wama Jiko na. Tong ki pa nonku nek abog. Tong hit wama ag I inko tune. Por tong hi wama ji aki inko tun. Tong pa no kun, no nek. Chiwi aita ka chong chi cha. Ki muli ra kun king. King ba no kun nik dot cha. Tong hi wama ji aki inko tun. Ka chopa bogra shong ko ta chi cha. Un chawa wis kun yun kun. Bogra shok chong kanti chopa chawa wis yun kun. Ti ompi du puta krita. Jiska dosoki, kopa bono nakachu. Labora na winki smak toma. Kuyami, jusku chita nai. Uchua penki, topa na ota vokasa. Yubabato kanchi, yatuka ulan. Ihr verbringt eure ganze Zeit hier in der Station allein? Ki muli ra kun king. Tong hit wama ag I inko tune. Chiwa e aita kan ki cha na chupor nibo. Kun muli ra slimo poi wanga. Tong hit wama ji human ag in inka tune. Warum seid ihr überhaupt hierher gekommen? Jiska dosoki, kopa bono nakachu. Labora na winki smak toma. Kuyami, jusku chita nai. Uchua penki, topa na ota vokasa. Yubabato kanchi, yatuka ulan. Tong hit wama ag I inko tune. Por tong hi wama ji aki inko tun. Tong pa no kun, no nek. Chiwi aita ka chong chi cha. Ki muli ra kun king. King ba no kun nik dot cha. Chiwi aita ka chong chi cha. Agi inko tune chula muli ra. Tong hit wama ji ko na. Tong ki pa no kun nek abog. Habt ihr irgendwelche Geräte, die ihr mir verkaufen würdet? Tong hit wama ag I inko tune. Por tong hi wama ji aki inko tun. Tong pa no kun, no nek. Chiwi aita ka chong chi cha. Ki muli ra kun king. King ba no kun nik dot cha. Achua penki. Yun patisa. Ti chuba ji kun ka naga. King bu mwa muli ra duana. King ba nik cha lora kun. Jiska dosoki, kopa bono nakachu. Labora na winki smak toma. Kuyami, jusku chita nai. Uchua penki, topa na ota vokasa. Yubabato kanchi, yatuka ulan. Ki muli ra kun king. Tong hit wama ag I inko tune. Okay, sehen wir mal. Aber ich glaube, ich verkaufe erstmal einige Sachen, die ich nicht mehr brauche. Die Frage ist, was brauche ich denn nicht mehr? Okay, das scheint mir. Okay, brauche ich auch nicht mehr. Vibro-Klingen, weg damit, Vibro-Schwert. Oh Gott, was brauche ich und was nicht? Keine Ahnung. Ionengewehr, weg damit. Schallgewehr brauche ich auch nicht, obwohl. Brauche ich Schallgewehr? Nee. Keine Ahnung. Mal behalten. Was haben wir noch so? Schallabsorber. Okay. Die Granaten brauche ich nie. Mal zwei behalten. So. Ist jetzt alles weg hier, was ich nicht mehr brauche. Okay, ja. Ups, halt. Das war jetzt keine Absicht. Alter Schwede, ist das Zeug hier teuer. Puh. Das ist ja krass, Mann. Leichtes Exoskelett. Nee, das Zeug brauche ich nicht wirklich. Es liegt mir überall so rum. Wow, okay. Das ist der Planet aus Star Wars Teil 4. Ey, was ist denn das für ein Viech? Okay.
Machtschock, Machtblitz. Zugang verweigert. Hier vermutlich dann auch. Zugang verweigert. Na, ganz toll. Okay, ich glaube, das war's auch schon hier auf Yavin. So wie ich das sehe. Ja, wenn die alle so kurz sind, dann wird das Spiel nicht lange dauern. Dann zurück zur Abenhawk. Kann man hier auch schnell reisen? Nein. Ich glaube, wir sollten ja immer nach jedem Planeten zurückkommen. Denn wie er sagt, hat er immer neue Angebote. Und er entwickelt ständig neue Sachen. Scheint mir eine Art Schrauber zu sein. So, okay. Dann auf zum nächsten Planeten. Die Frage ist, welchen fliegen wir als erstes an? Oder befragen wir doch erstmal wieder unsere Charaktere, unsere Freunde. Vielleicht geben sie sich schon wieder mehr von sich preis. Wie kann ich euch beistehen, Padawan? Ich habe mich gefragt, ob wir uns ein wenig unterhalten können. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Wie seid ihr zu einer Jedi geworden? Wie ich zu einer Jedi wurde? Ich bin mir sicher, ihr findet die Geschichte nicht sehr interessant. Wollt ihr sie wirklich hören? Nun, es ist schon einige Jahre her. Auf meiner Heimatwelt sah man nur sehr selten Jedi. Vor allem dort, wo ich lebte. Wo habt ihr gelebt? Das Ende des Universums. Eine Müllhalde, ohne Zweifel. Ein Ort, an den sich Jedi nur selten verirren. Aber wir hatten von ihnen gehört. Nun ja, wohl jeder im Universum hat von ihnen gehört. Also ist das nicht so erstaunlich. Meister der Wahrheit, Verteidiger der Gerechtigkeit, Helden der Republik. Für ein Kind war es sehr leicht, sich von dieser Vorstellung, von dem Mysterium, das sie umgibt, verzaubern zu lassen. Vielleicht war ich eines dieser Kinder. Seid ihr auf einen Jedi getroffen? Ja, das bin ich. Als ich zum ersten Mal einen Jedi sah, wurden sie allem gerecht, was sich mein reger Verstand über sie ausgemalt hatte. Ich war voller Ehrfurcht und vielleicht ein klein wenig verliebt. Verliebt? Sie waren atemberaubend. Vor allem die Geschichten über ihren Anführer. Von diesem Augenblick an wusste ich, dass ich zu einer Jedi werden müsste, um mich aus dem Elend zu erheben, in dem ich seit meiner Geburt gelebt hatte. Ich wusste, als Jedi würde ich im Universum etwas bewirken können. Die närrischen Wunschträume eines Kindes. Doch dieses Kind hat seinen Wunschtraum wahrgemacht. Sobald es mir möglich war, verließ ich meine Welt und machte mich auf die Suche nach ihnen. Ich fand sie und wurde aufgenommen. Ich habe meinen Traum schon mehrere Jahre auf Dantooine gelebt, bevor ihr kamt. Obwohl ich vielleicht noch nicht wirklich für diese große Aufgabe bereit oder ganz dafür geeignet war. Wenn dem nicht so gewesen wäre, wäre ich sicher nicht der dunklen Seite verfallen. Doch dank euch wurde ich ins Licht zurückgeführt. Vielleicht werde ich ja doch noch erleben, wie sich mein Traum erfüllt. Kommt, es gibt viel zu tun. Wir sollten unsere Zeit nicht mit Geplauder vertrödeln, sondern handeln. Okay, noch was? Wie kann ich euch beistehen, Padawan? Ich habe mich gefragt, ob wir uns ein wenig unterhalten können. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Geht es euch gut? Ich danke euch dafür, dass ihr euch um mich sorgt. Doch ich bin noch immer ein wenig zittrig. Warum? Was ist falsch? Ich habe über mich selbst nachgedacht. Über Quadra und darüber, wie ich der dunklen Seite verfallen bin. Ich denke, dass es mein Zorn gewesen ist, der mich so weit getrieben hat, der mich beinahe verdammt hat. Wenn ich jetzt in mich blicke, kann ich ihn noch immer sehen und spüren. Ihr benötigt vermutlich einfach mehr Zeit. Mehr Zeit würde mir gut tun. Ich könnte mich so von meinem Zorn distanzieren. Ich denke, deswegen hat der Rat mir auch erlaubt, euch zu begleiten. Sie denken, dass ich mich in eurer Gesellschaft vielleicht davon befreien kann. Wenn ihr rückfällig werden solltet, greife ich ein. Ich danke euch für euer Mitgefühl und dafür, dass ihr mich annehmt, wie ich bin. Ich werde mich bemühen, zu beweisen, dass ich eures Vertrauens und eurer Kameradschaft würdig bin. Okay. Gehen wir zum Mission. Die ist doch hier noch irgendwo. Genau. Ob sie uns nun endlich mehr erzählt über ihren Bruder? Mal sehen. Hey, was kann ich für dich tun? Ich möchte gern mit dir über deinen Bruder sprechen. Keine Sorge. Meine Suche nach Griff wird uns nicht behindern. Kümmern wir uns lieber wieder um wichtigere Sachen. Okay, nein. Okay. Immer noch nichts. Dann weiter zu Kandros. Ja, was liegt an? Könnt ihr mir bei unserem Problem mit dem blinden Passagier helfen? Was?
Ihr glaubt, ich hätte nichts Besseres zu tun? Okay, das ist ein deutliches Nein. So, wen haben wir jetzt noch alles? Zalbar rückt bestimmt immer noch nicht mehr raus. Aus welchem Grund auch immer. So, Bastila, was geht mit dir? Wie kann ich helfen? Ich würde gern mehr über euch wissen. Ja, ich kann eure Neugier schon verstehen. Das liegt an dem Band, das zwischen uns besteht. Lasst mich euch etwas über mich selbst erzählen. Dann erzählt mir, wie ihr zu den Jedi kommt. Schon in jungen Jahren war klar, dass ich stark unter dem Einfluss der Macht stehe, wie die meisten Padawan. Als kleines Mädchen wurde ich dem Orden übergeben, um dort ausgebildet zu werden. Als ich in den Orden kam, verließ ich meine Familie auf Talvarin, wie es alle Padawan tun. Meine Familie ist immer noch auf Talvarin, soweit ich weiß. Ich habe nicht viel Kontakt zu ihnen, da das nicht gern gesehen wird. Nicht gern gesehen? Warum? Beziehungen zu Familienmitgliedern sind beeinflusst von starken Gefühlen. Derartig extreme Gefühle sollen aber vermieden werden. Wut und Hass sind die schlimmsten Gefühle. Aber auch Liebe kann Unheil bringen. Das klingt idiotisch. Ich würde dem niemals zustimmen. Das Geschenk der Macht hat einen hohen Preis. Gefühlsmäßige Bindungen aufzugeben, ist eine der größten Einschränkungen, die ein Jedi hinnehmen muss. Die Alternative ist, der dunklen Seite zu verfallen. Warum dürft ihr nicht lieben? Es kann gefährlich sein, wenn ein Jedi sich zu sehr seinen Gefühlen hingibt. Sie verhindern nur das rationale Denken und können zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen führen. Ein Jedi muss solche Dinge zu vermeiden wissen. Das klingt nicht sehr überzeugt. Das ist eine harte Lektion, zugegeben. Ich hatte Probleme mit der ganzen Familie. Aber ich erinnere mich, dass ich meinen Vater lange Zeit sehr vermisst habe. Ihr standet eurem Vater sehr nahe? Sehr nah. Ich war noch sehr klein, als ich meine Familie verließ. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an ihn. Er war großherzig und liebevoll. Meine Mutter war anders. Ich hatte Probleme mit meiner Mutter. Ich habe meine Familie früh verlassen, aber ich war alt genug, um zu erkennen, wie sie meinen Vater behandelt hat. Sie trieb meinen Vater zur Schatzsuche. Ich habe meine ganze Jugend auf Schiffen zugebracht, die uns von einer falschen Spur zur nächsten brachten. Sie brachte das gesamte Vermögen meines Vaters durch. Und dafür hasste ich sie. Ich glaube, sie war erleichtert, mich zu den Jedi geben zu können. Aber meinem Vater brach es das Herz. Ihr habt nie wieder Kontakt zu eurem Vater aufgenommen? Ein Kind ist noch nicht reif genug, um die Opfer zu verstehen, die gebracht werden müssen. Es ist besser, wenn es direkt jeglichen Kontakt zu seiner Familie abbricht. Als ich älter wurde, verstand ich die Weisheit, die hinter dieser Entscheidung steht. Ein Jedi muss tun, was getan werden muss. Persönliches ist dabei völlig unerheblich. Liebe kann einen nur auf Umwege bringen und für Verwirrung sorgen. Wollt ihr damit sagen, ihr fühlt gar keine Liebe mehr? Sogar ein Jedi kann seine Gefühle nicht vollständig kontrollieren. Wir müssen unser Bestes tun, um uns davor zu schützen. Egal um welchen Preis. Aber einige Opfer sind schwerer zu verkraften als andere. Ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Ich möchte mich lieber wieder unserer Mission zuwenden. Alles klar, okay. Den Jedi ist, wie wir wissen, nicht gestattet zu lieben. So, Karth, was geht mit dir ab? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Könnt ihr mir vielleicht endlich bei meinem Problem mit dem blinden Passagier helfen? Sorry, aber so kann ich euch keine große Hilfe sein. Oh, verdammt, das geht so nicht. Okay, fliegen wir zum nächsten Planeten. Was ist denn hier? Ja, okay, nehmen wir gleich den. Der ist so schön daneben. Kashyyyk. Heimat der Wookies. Okay, na dann los.